Hallihallo und herzlich willkommen hier in meiner Küche. Mein Name ist Jimaru Pali und heute möchte ich euch was ganz Erfrischendes und Leckeres vorstellen. Und zwar ein Cocktail. Das Ganze heißt Shirley Temple. Alles klar? Den machen wir jetzt. Das Rezept findet ihr bei Vorwerk auf dem Cookidoo oder hier bei dem italienischen Buch. Ja? Okay? Super, wir legen auch direkt los. Als erstes, was wir bräuchten, sind 500 Gramm Eiswürfel, 80 Gramm Grenatine, das ist ein Sirup, Grenatin auch genannt, und 480 Gramm Ginger Ale. Ja? Und für die Deko brauchen wir kandierte Kirschen und Zitronen. Die habe ich dann hier so vorbereitet, seht ihr das? Hier so. Das zeige ich euch dann gleich nochmal. Und wir legen auch direkt los, okay? Fangen wir an. Gut. So, das erste, was wir bräuchten, sind 500 Gramm Eiswürfel in den Mixtopf. So, das machen wir. Das ist auch schon gewogen alles. Dann nehmen wir 80 Gramm Grenatine. Sirup ist das. 2. Und 480 Gramm Ginger Ale. Ja, so eine Hälfte und die andere Hälfte. Super. So, das schließen wir jetzt und stellen das Ganze für 30 Sekunden Linkslauf auf Stufe 1. Bis nachher. So, super. Fertig ist das Ganze. So, das werden wir jetzt hier in 4 Gläsern verteilen. So, kann auch ruhig mit ein paar Eiswürfel sein. Kein Problem. Ist auch schön erfrischend jetzt bei der Wärme. 2 und Nummer 3. Super. Und Nummer 4. Okay, super. So, das Ganze wird dann mit einem Strohhalm, entweder in solche oder vielleicht auch ein bisschen kürzer. So. Und das ist sozusagen dann die Deko dazu. Dann nehmt ihr hier so eine Art Stäbe aus Holz oder aus Plastik und steckt die hier so rein und in der Mitte ist die kandierte Kirsche. Ja? Okay. So, und so sieht das Ganze aus. So, ich probiere jetzt ein bisschen. Salute! Mamma mia! Wow, ein sehr tolles und erfrischendes Getränk. Schönes Cocktail ohne Alkohol. Super! Freut mich, euch dieses Cocktail vorzustellen. Und natürlich bei den Temperaturen genau das Richtige, ja? Okay, wie gesagt, das Rezept findet ihr hier, Nell'arte nel bicchiere, das italienische Thermomix-Buch, oder im Cookidoo auf Italienisch, okay? Oder hier bei mir. Vielen Dank fürs Zuschauen, ja? Und vergisst bitte nicht noch einen Kommentar drunter zu lassen, ja? Euer Jimaru Pali. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.